2003 kam das Ende für die alte Schwimmhalle im Bildungszentrum. Einsturzgefahr hieß es, sie wurde komplett geräumt. 12 Jahre sind seitdem vergangen, getan hat sich in dieser Zeit nichts. Die Halle verkommt immer mehr zur Ruine. Nikola Petrov schmerzt der Anblick. 1990 kam er aus Bulgarien nach Deutschland. Seine Frau hat hier als Schwimmtrainerin gearbeitet. Entsprechend oft war er in der Halle, eine Zeit, die ihn geprägt hat. Ich habe damals kein Deutsch gesprochen und natürlich, das hat für mich eine sehr positive Rolle, diese Schwimmhalle gespielt, weil ich habe mich sehr wohl gefühlt drin. Das waren meine ersten Kontakte mit den Menschen im Cottbus und das war ganz herzliche und ganz tiefe Beziehungen, die ich bis heute noch betreue oder pflege und da sind auch meine Freunde auch geworden. Nikola Petrov ist Abteilungsleiter beim Polizeisportverein. Er ist dort verantwortlich für die Schwimmer. Deswegen hat er einen Traum. Die Schwimmhalle soll wieder in altem Glanz erstrahlen. Dass der Vereinssport, das was betrifft PSV Cottbus, Triathlon, DLG, Schulsport, alles herkommt. Dass diese, sage ich, kommerzielle, gewünschte Entfaltung für die Lagune sich weiter erweitert. Mit solchen guten Konzepten dort, was jetzt im Moment auch parallel gearbeitet wird. Deswegen sieht er die Lagune auch als Partner. In Zukunft könne Leistungssport und Freizeit getrennt werden. Die Schwimmhalle könne als europäisches Leistungszentrum wiederbelebt werden. Kostenpunkt knapp 10 Millionen Euro. Geld, das laut Petrov aber durch Fördermittel und Sponsoren aufgebracht werden könnte. Er wünscht sich deshalb einen runden Tisch mit der Rathausspitze. Nikola Petrov war früher einmal Ringer und später auch Trainer. Erfahrung, die ihm hier zugutekommen könnte. Alles deutet bisher nämlich auf einen langen Kampf hin. Das kostet 1 Euro, die ganze Schwimmhalle.